Hallo ihr Lieben, hier ist Jana von janasbastelwelt.de. In meinem heutigen Videotutorial zeige ich euch, wie ihr mit dem Stanz- und Falzbrett für die Geschenkboxen solche wunderbaren Deko-Würfel machen könnt. Ich habe das hier schon soweit vorbereitet, allerdings fehlt noch das R. Und das mache ich jetzt sozusagen gemeinsam mit euch. Vorher kann ich euch ja nochmal so einen Würfel zeigen. Er ist halt rundherum ein bisschen dekoriert und vorne jeweils mit diesen Buchstaben. Dazu benötigen wir halt einmal das entsprechende Stanz- und Falzbrett und ein Blatt flüsterweißen Farbkarton mit den Maßen 20,3 x 20,3 cm. Dieser wird dann angelegt hier bei M. Also hier bei dieser Startlinie gibt es eine S, M, L und XL. Dann nehmen wir jetzt das M. Legen also die Kante schön da an, achten auch, dass das hier vernünftig anliegt. Dann wird das gestanzt und dann wird hier eine Falzlinie gezogen. Dafür einfach diesen Falzbein schön hier an diese Führung anlegen. Einmal hier rüber und auch hier beim M. Die endet halt genau bei dieser Linie. Dann wird das Ganze auf die nächste Seite gedreht, wieder bei M angelegt, gestanzt, ups, und die entsprechenden Falzlinien gezogen. Und das machen wir jetzt einmal rundherum. So, jetzt haben wir hier schon diese Einkerbung, aber ich sag mal, jede zweite fehlt. Dafür drehe ich das Ganze jetzt einfach einmal auf die andere Seite und dann kann ich das wieder einfach hier bei M anlegen oder hier schauen, dass diese beiden Falzlinien genau hier zwischen liegen. Ich hoffe, man kann das jetzt einigermaßen erkennen. Und dann kann ich das einfach wegstanzen. Dann drehe ich mir das Brett einmal auf die andere Seite und schiebe jetzt die Laschen hier hinten rein. Darauf achten, dass die hier und hier vernünftig anliegen, dass das nicht so leicht schräg ist, sondern vernünftig drin sitzt. Und stanze auch und es macht mir hier diesen Verschluss. So. Dann kann ich meine Falzlinien einmal alle nachknicken. So, auch die Diagonalen hier. Dazu greife ich einfach hier rein, dann kann ich die so nach innen ziehen. Und ich lege mir es dann gerne hier so hin und ziehe das innen einmal noch entsprechend schön stramm nach. Und dabei kann ich dann noch direkt, wenn ich das so zusammenreife, auch nochmal kontrollieren, ob die Ecken schön sauber abschließen. Sollte das mal ein bisschen schief sein, dann halte ich die einfach so fest, wie es sein soll. Und knickt das dann hier drin, voilà, dann sieht das jetzt schlecht, einfach nochmal nach. Dadurch kann ich das nochmal ein bisschen wieder ausgleichen. Also wenn ich jetzt hier so eine leichte Kante mal drin haben sollte, einfach passend ziehen, schön festhalten. Ich versuche das jetzt mal so zu machen, dass man es hoffentlich ein bisschen sieht und hier schön über die Kante gehen. Und dann passt das danach nämlich auch. Dann benötige ich so kleine Aufleger in, ich habe jetzt Schiefergrau genommen mit 6 x 6 cm, die ich dann hier drauf aufklebe. Dafür nehme ich jetzt einfach Snail-Klebemittel. Ich kann jetzt auch einmal die Box zusammensetzen. Dann
könnt ihr das nämlich ein bisschen besser nachvollziehen. Das wird einfach so ineinander gehakt. Das hier ist die Unterseite. Das heißt, auf diese vier Seitenteile und auf das obere kommt das Schiefergraue halt geklebt. Wenn ich die so zusammen habe, dann kann ich auch schon für mich vielleicht schauen, welche die schönste Seite ist, die nachher vorne sein soll, wo dann der Buchstabe drauf kommt. So, die klebe ich dann jetzt einfach möglichst mit dem gleichen Abstand zu den Falzlinien rundherum hier auf. Und das mache ich jetzt einmal mit allen fünf. So, und das letzte. So, dann kann ich das jetzt gerade einen Moment zur Seite legen. Als nächstes kommen fünf flüsterweiße Aufleger mit den Maßen 5,7 x 5,7. Ich lege mir jetzt einmal ein Schmierpapier noch drunter. Und da habe ich dann jetzt die Buchstaben hier aus dem Stempelset Larger Than Life verwendet. Das R habe ich mir schon auf einen Acrylblock gepackt. Nehme jetzt hier Petrol. Und stempel das möglichst mittig auf. So. Dann habe ich mir hier aus dem Stempelset Flockenzauber diese Doppelschneeflocke genommen. Das ist diese hier. Und da habe ich dann immer, muss man gerade selber gucken, die kleinere von beiden. Einfach hier auch mit Petrol eingefärbt. Und dann hier am Rand ein wenig gestempelt. Und dann habe ich noch das Stempelset Winterliche Weihnachtsgrüße verwendet. Und daraus, jetzt habe ich doch tatsächlich mit den falschen Stempel aufgeklebt. Ich habe nämlich diese ganz kleinen Pünktchen hier genommen. Diesen hier. Und habe das dann in Schiefergrau einfach noch so ein bisschen hier in die Ecken gestempelt. Und die anderen vier habe ich dann jetzt eigentlich sehr ähnlich gemacht. Das heißt, ich habe immer mal so ein bisschen die Schneeflocken aufgestempelt und diese kleinen Pünktchen. Sprich, schwupp, schwupp. Und so. So, und das mache ich jetzt einfach mit den anderen Vieren auch. Anderen dreien. Einen habe ich ja schon fertig. Dann nehme ich mir wieder meine Box und klebe jetzt diese Aufkleber darauf fest. So, wie gesagt, ich kann das auch einmal so ein bisschen zusammennehmen und für mich vielleicht gucken, welche die schönste Seite für vorne ist, wo die Kanten besonders schön gleichmäßig sind. Ich nehme jetzt diese hier. Und da kommt jetzt mein R hin. Dabei natürlich darauf achten, dass das auch richtig rumgeklebt wird. Wie gesagt, der Würfel ist nachher so rum. Nicht, dass hier die Buchstaben Kopf stehen.
Wenn ich mag, kann ich das einfach nochmal alles mit dem Falzbein gut andrücken. Ja, und dann stecke ich hier einfach die Laschen ineinander. Manchmal ein bisschen fuckelig, aber auch hier macht Übung den Meister. Und jetzt kann ich mir meinen Winter zusammenpuzzeln. Beispielsweise so als Pyramide kann ich mir das hübsch hinstellen. Ich kann mir das aber natürlich auch einfach, passt jetzt wahrscheinlich hier nicht rein, mal gucken, einfach so hinstellen. Oder hochkant oder auch jeden Tag anders. Immer wieder variieren, solange ich die jetzt nicht zusammenklebe, die Boxen, dadurch, dass die auch rundherum verziert sind, außer jetzt die Unterseite. Das heißt, rein theoretisch kann man die auch tatsächlich noch befüllen, wenn man das nicht zuklebt. Habe ich hier dann jetzt eine ganz, ganz tolle und eigentlich auch schnell gemachte Deko, die jetzt nicht nur für Weihnachten schön passt, sondern halt eben den ganzen Winter durch. Ich hoffe, euch gefällt meine Inspiration. Ich freue mich über euer Feedback, gern hier direkt auf YouTube als Kommentar und oder auch auf meinem Blog oder meiner Facebook-Seite und bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!